Thema dieses Films ist die Reflexion am ebenen Spiegel. Wenn ein Lichtstrahl auf eine spiegelnde Oberfläche trifft, wird er von dieser Oberfläche reflektiert und setzt seinen Weg dann im selben Winkel fort. Aber was ist eine spiegelnde Oberfläche? Zunächst einmal eine, die möglichst viel Licht reflektiert, etwa ein weißes Blatt Papier. Es reflektiert bis zu 95% des einfallenden Lichts. Aber eine spiegelnde Oberfläche hat es trotzdem nicht, denn die Oberfläche des Papiers ist rau. Was hier passiert, können wir uns am Beispiel eines Billardtischs verdeutlichen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.